Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Hunter Classic heute. Denn die neue Map ist da, das neue Revier. Wir sehen uns hier schon vor einer Ströte stehen. In unserem geilen Tarnoutfit. 340 Weatherby in der Hand. Das heißt Großwild, Freunde. Großwild Pickabin Bay ist da. Ich weiß gar nicht, ob es da einen deutschen Namen für gibt, ehrlich gesagt. Mein Launcher auf Englisch. Kein Plan. Ich weiß auch nicht, ob die Tiere auf Deutsch gibt. Also Wasserbüffel kenne ich auf Deutsch. Banteng ist neu. Ist auch so eine Rinderart. Deutsche Namen kenne ich nicht. Der Rusa Deer ist neu und der Samba Deer ist neu. Wie die auf Deutsch heißen, das werden wir dann im Laufe des Videos oder vielleicht der nächsten Videos sehen. Ich denke nicht, dass wir alle Tiere in einem Video zu sehen bekommen. Aber neues Revier, neue Videos, Santa Classic. Ich hab Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Mal gucken, was uns hier erwartet. Ich habe natürlich die 340 Weatherby, wie gesagt, eingepackt. Die 30er Doppelbüchse hier auch dabei. So. Damit wir da auf jeden Fall gut gerüstet sind. Hab ich schon gecallt, ja, ne? Guck mal, da ist ein Rusa hier. Wo denn? Wurde gecallt? Oh, ich hab falsch Taste gedrückt. Scheiße. Lange nicht gespielt. Lange nicht gespielt, aber ich habe einen Corner dafür, glaube ich. Rusa hier. Bin da. Ich bin da, Freunde. Da muss ich kurz in meinen. Oh, ich habe noch einen davon. Scheiße, kann man die on the fly kaufen? Muss mal kurz im Shop gucken, ob ich den jetzt hier kaufen kann und der dann im Spiel da ist. Wahrscheinlich muss er für neu starten, oder? Oder sind die so fortschrittlich? Ausstattung. Soll ich bei Ausstattung? Doch, Verbrauchsmaterialien. Geruchsreduzierer. Ich besitze sogar einen. Achso, lol. Aber den ist das gerade leer gegangen wahrscheinlich. So. Habe ich den jetzt hier in-game? Equipment. Nee, habe ich nicht. Pack. Schade, ich dachte, man kann den hier on the fly kaufen. Die Wasserflasche ist übrigens auch neu. Die braucht man, um hier nicht komplett zu verdursten. Ah, guck mal, sie haben einen Tick aus dem Schock gehalten. Jetzt also erst. Wollte schon sagen. Ich meine noch, das ging. Ja, perfekt. Perfekto. So. Dann haben wir wieder einen neuen Geruchsneutralisierer am Start. Und wir gucken jetzt mal, dass wir das Tierchen erfinden. Ich weiß nicht, von wo das gecallt hat, leider. Das sind auch meine ersten Schritte hier auf der Map. Ich wollte euch da auf jeden Fall mitnehmen. Wir müssen dann nochmal den Call kriegen. Ich mach mal ein bisschen lauter hier auf meinen Ohren. Damit ich die Calls besser hören kann. Aber wir sehen hier schon dichte Dschungelmap auf jeden Fall. Wenn wir uns die Map angucken, die ist natürlich hier neben Bush Rangers Run. Weil es natürlich auch australischer Regenwald hier ist, wo wir uns befinden. Das heißt, es könnte oft Regen geben. Gewitter ist neu. Gab es gerade schon so kurz 2 Minuten vor der Aufnahme. Sah ganz nice aus, auch wenn ich Regen nicht mag eigentlich. Hier ist so ein Sumpfgebiet, vielleicht kriegen wir da die Wasserbüffel. Ich werde jetzt natürlich erstmal hier gucken, dass wir in die Richtung grob kommen. Das heißt, wir müssen hier eh den Berg runter gleich, glaube ich. Oder den, das ist der See, ne? Wo müssen wir denn hin? Ich habe keine Ahnung. Ja doch, da hinten müssen wir hin. Aber ehrlich gesagt würde ich gern diesen Rusa dir schon zu Gesicht bekommen, ne? Aber wo ist er? Wo ist er hin? Ist übrigens das einzige neue Caller. Ich weiß allerdings nicht, ob der auf den Samba Deer auch funktioniert. Für die beiden Büffelartigen gibt es keine Caller. Da müssen wir uns somit abfinden. Aber zumindest für den Rusa Deer haben wir auf jeden Fall einen zur Verfügung. Da kann natürlich jetzt in jeder Richtung sein, ne? Aber ich kann halt nur in die Richtung so wirklich effektiv gucken. Ich pirsch mal so ein bisschen da lang. In der Hoffnung, hier irgendwas zu sehen, aber boah, wird glaube ich schwierig. Ich glaube, es ist eine ziemlich schwierige Map. Die Wasserbüffel sind natürlich nicht so scheu. Die sind auch aggressiv, können ich auch angreifen. Habe ich auch Erste Hilfe dabei.
Gut, ich glaube nicht. Doch, habe ich dabei. Erste Hilfe haben wir dabei. So. Ich finde die Dschungelatmosphäre hier eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Das bei den ersten Minuten hier. So, also die Soundkulisse ist ganz geil. Die Vegetation, die wird mich halt wahrscheinlich fertig machen. Mit der Zeit, aber so von Atmosphäre her finde ich es eigentlich ganz gut umgesetzt, gut gelungen. Frage ist halt nur, wo hier die ersten Tiere sind. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen laufen. Wenn wir jetzt gar nichts finden, dann werden wir das gleich cutten. Also die ersten Meterchen werden wir hier mal zusammen bestreiten. Leider natürlich hier die Tiere deutlich vorsichtiger als bei Call of the Wild. Wo wir. Oh, jetzt vielleicht mal richtig Monsters in Ruhe lassen. Wo man ein bisschen argloser durch die Gegend pirschen kann. Mein Gott, was ist denn mit meinen rechten Monstern los? Da ist ein Water Buffalo. Komm, ist doch nicht übersetzt, ne? Ist doch nicht übersetzt. Der ist irgendwo da unten. Lo, da ist direkt der Wasserbüffel. Direkt der Wasserbüffel ist irgendwo da vor uns am Wasser. Und so, was haben Büffel auch hingehört, wa? Warte mal, ich markiere mir das mal kurz. Ist gar nicht so weit weg, 180 Meter. Könnte man eigentlich sogar schon sehen. Das Problem ist halt dieser Kacknebel und die Kackbüsche. Macht es mir wahrscheinlich unmöglich, den jetzt so wirklich gut zu entdecken. Aber ich würde mich einfach mal anpirschen und dann gucken, ob wir da wirklich einen Schuss drauf bekommen. Ich hoffe, dass die 43 überhaupt zulässig ist. Ich habe ihn nie informiert, aber ich denke mal, 43 Weatherby wird schon ganz gut Bums haben für so ein Viech. 9,3 ist vielleicht noch ein Ticken besser. Aber ich denke, die 43er, die auch für die Grizzlies zugelassen ist, sollte da schon ganz gut funktionieren. Dann ist das Wasser, ne? Okay. Da ist das Wasser. Das heißt, der steht irgendwo da unten tatsächlich. Aber versucht ihn jetzt mal zu sehen, ey. Um Gottes Willen. Eigentlich haben wir echt noch Glück mit der Position, glaube ich. Das sollte echt möglich sein, den da zu erwischen. Leichte Hanglage hier von uns. Und er steht irgendwo da unten. Ein leichter Nebel macht es aber nicht so leicht, wahrscheinlich den zu erkennen. Aber wir werden ihn schon kriegen. Was hat denn Papagei oder was? Gerade da fliegt ein Büffel. Da ist er. Da ist er. Oder da vorne zieht er. Ich habe nicht gespottet, ne? Ne, der zieht dahinter hinter die Büsche. Oh ne, nicht da die bitte. Bitte nicht. Mal gucken, dass wir hier rumkommen. Aber wenn wir den ersten kurzen Blick erhaschen können auf den ersten Wasserbüffel, der uns hier begegnet. Wenn ich meinen Skistock nehmen sollen, wenn ich das Gras hier schon wieder sehe. Habe ich leider nicht dabei. Müssen wir so mit zurechtkommen. Und Zita. Aber wie lange braucht er denn? Man, jetzt hinter dem Hügel, ne? Ich hätte ihn einfach abknallen sollen. Aber der wird gleich da vorne rechts vermutlich rauskommen, nehme ich mal an. Und da müssen wir mal parat sein, um ihn zu erlegen. Hoffe, das klappt. So.
Wo zieht er, der Kleine? Ich sehe ihn noch nicht. Es ist echt schwierig hier, sich anzupirschen an den Tiere. Frage ist halt, wo der lang will, ne? Die machen sich natürlich dann auch sehr gut in der Trophy Lodge, glaube ich. Da unten ist er. Gott. Hier ein Schuss auf den drauf? Nee, ne? Da ist noch irgendwas. Noch ein Büffel, glaube ich. Na, ich muss da schon einen Lungenschuss machen, sonst wird das nix. Weiblicher Wasserbüffel. LOL! Also ich glaube die 340, die haut ordentlich durch. Das ist glaube ich die richtige Waffe dafür. Da liegt er einfach mal. Da liegt er einfach mal, der kleine Büffel. Und irgendwer hat da von der rechts noch gerufen. Ich würde jetzt vom Corner tippen, dass es auch so ein Wasserbüffel war. Aber der erste Wasserbüffel ist erlegt. Den haben wir erwischt. Ja, schon die ersten Fährten. Gucken, ob wir dann vielleicht auch den ersten Bruiser Deer oder Samba Deer erwischen. Oder halt den Banteng, der hier auch sein Unwesen irgendwo treiben soll. Ah, guck mal, hier ist der Bruiser Deer gewesen. Lol, der war hier. Wer war das, der gecallt hat am Anfang? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall durchaus möglich, dass der das gewesen ist. Aber hier so ein schöner Fluss. Ich weiß nicht, wie gut man an den Stellen rüberkommt. Ich glaube, hier kommt man sogar schon rüber, oder? Ich weiß nicht. Ist natürlich hier schon ein bisschen viel Gewässerarten oder viel Wasser. Ich meine, gerade hier wahrscheinlich super schwierig durchzukommen. Je nachdem, wie tief das an einzelnen Stellen ist. Oh lol, ich liege schon neben dem. Perfekt, da haben wir ihn. Also hier, das Euter sehen wir. Ja, weiblicher Büffel auf jeden Fall. Ist ein bisschen zusammengesackt, das sieht ein bisschen komisch aus. Aber sonst die Hörner hier, richtig schön. Guter Schuss, blaue Augen. Den nehmen wir doch direkt mal mit und gucken mal. Ah, beide Lungen tatsächlich. Beide Lungen durchschlagen mit der 340er. Deshalb damit auch dann direkt mal tot. Wir machen mal einen Trophy-Shot von dem natürlich. Und meinen ersten Wasserbüffel haben wir damit auch schon erlegt. Wasserbüffel. Naja, machen wir hier so ein aggressives Foto, der guckt ein bisschen böse. So. Annehmen und natürlich möchte ich den auf jeden Fall präparieren, um den dann später in der Lodge ausstellen zu können und anzugucken. Ich glaube, der wird nicht ganz ausgestellt, ehrlich gesagt. Aber zumindest den Kopf an der Wand zu hängen haben von so einem Wasserbüffel kann mit Sicherheit nicht schaden. So. Haben wir noch irgendwas in der Nähe stehen? Wahrscheinlich erstmal nicht, weil wir gerade hier geschossen haben, logischerweise. Und dahinter ist eh die Rennerdistanz. Die ist ja bei Classic nicht ganz so. Und dann müssen wir gucken, ob wir hier. Ich glaube, hier kommen wir tatsächlich rüber. Wenn mich nicht alles täuscht. Kann auch nicht näher ranzoomen, das ist also das ist schon die nächste Zoom-Stufe. Näher geht es leider nicht. Dann nehme ich mal den Track da vorne auf, bevor ich versuche hier durchzugehen. Einfach um die zu spotten. Also spotten, um die um zu leveln so ein bisschen. Das hat da hier einen Einfluss im Gegensatz. Oh, guck mal, sind nur zwei. Zwei, die hier lang gezogen sind. Aber meinst du, die kriegen wir jetzt? Ah, das ist schon etwas länger her, ne? Warte mal, die sind hier. Sind durchs Wasser gegangen? Dann folgen wir dem einfach. Wenn die hier rüber gegangen sind. Naja, das sieht auf jeden Fall so aus, ne? Zumindest sind die hier im Wasser lang gelaufen. Aber da vorhin sah das Wasser ehrlich gesagt ganz schön tief aus.
Naja, die sind hier nicht durch. Oder können die schwimmen? Das wäre mega unfair. So, ich komme auf jeden Fall nicht durch. Ich komme da nicht durch. Aber wo komme ich denn durch? Da oben müsste ich eigentlich durchkommen, oder? Ein bisschen weiter. Wenn ich so auf mein GPS gucke, muss ich eigentlich da vorne an der Stelle vielleicht durch den Fluss durchkommen. Wenn nicht, müssen wir uns echt einen Weg drüber finden. Da vorne ist auf jeden Fall etwas flacher. Mal gucken, hier ist eine tiefe Stelle. Auch da mittendrin eine Fährte, ne? Scheint so, als wenn die Tiere tatsächlich vielleicht schwimmen können. Ich glaube, die Wasserbüffel können sogar schwimmen, habe ich im Livestream gesehen. Die werden aber dann quasi wie die Enten sozusagen zurückgespült an die Küste, wenn man die erschießt. Aber nicht zwingend an die Küste, wo man gerade steht. Also es kann auch sein, dass sie dann durchaus an der anderen Seite auskommen. Aber hier kommen wir durch, glaube ich. Das sieht gut aus. Hier ist eine flache Stelle, wo wir durchmarschieren können. Hat man eigentlich so eine Anzeige, wenn man trinken muss? Ich habe natürlich jetzt extra diese Tarnkleidung hier gekauft. Oh. Ich glaube, die hat auch noch so ein paar klimatische... Ich weiß nicht, ob die klimatische Vorteile hat. Auf jeden Fall die natürlich Sichtvorteile. Sprich, die Tiere hier sehen dich nicht so schnell. Ist ja gerade im Sale als Paket, von daher, warum da nicht zuschlagen. Die Wasserflaschen sind gratis, 3 Stück. Der Rooster, der ist irgendwo direkt vor mir. Okay. Okay, okay, okay. Wir könnten vielleicht den ersten Rooster dir auch noch zu Gesicht bekommen. Das wäre schon mal krass. Wenn wir direkt 2 Tiere hier und den 9 zu Gesicht bekommen. Da läuft das schon besser, als ich dachte, ehrlich gesagt. Ich hab gerade gelatscht erstmal 2 Stunden durch die Pampa, ohne was zu sehen. Ich glaube, das Schwierige wird jetzt hier, sich wirklich dran anzuschleichen, oder... Na gut, dafür haben wir den Caller. Eigentlich müssen wir uns da gar nicht anschleichen, ne? Aber ich müsste halt irgendwie eine bessere Position bekommen. Cool. Ja. Fahr hier ruhig ein Rennen auf der Straße, macht nichts. Wie gesagt, müssen wir vielleicht echt eine bessere Position bekommen, um uns da... schön einen Vorteil zu verschaffen gegenüber den Hirschen, aber wird schwer hier, glaube ich. Ich glaube, es wird hier echt schwer. Da vorne ist eine Fährte. Könnte die von dem wieder sein? Ich glaube nicht von dem, den wir hier haben, ne? Aber die kommen auch so ein bisschen von da links oben, ist das Problem. Naja. Wir versuchen es. Mehr kann man nicht machen. Ich hoffe, dass die auf die Calls halbwegs gut anspringen. Während wir hier durch die Buschlandschaft robben. Wann hört man die dann? Wie viel Meter? Ich höre nämlich noch gar nichts. Mal die Fährte abchecken. Gucken, was das ist. Ziehend. Okay, das ist aber ein Alter vermutlich, oder? So, davon ist noch eine Fährte. Weißt du, echt. Nee. Ich dachte, ich höre was. Da vorne ist die Fährte von dem
Loch jetzt durchgehen. Ich hab hier der dickste Scope drauf, den du kaufen kannst, wa? Ich könnte schon atmen. Mal sehen, tue ich ihn nicht. So, den haben wir mal verlegt. Ich habe es in den Kopf gesehen, ich hätte gerne länger beobachtet, aber der war schon so nah, dass er mir relativ wenig Option gelassen hat. Ich glaube, die fast die 30er ist auch fast schon zu groß für die, oder? Ich weiß gar nicht, ob die zugelassen ist, ehrlich gesagt. Weil so ein Hirsch mit der 30er, mein Gott, kannst eigentlich nichts zu sagen. Ein 30er hat natürlich ordentlich Bums. Und da sehen wir schon dann unseren neuen Rooster Deer, jetzt leider ein Weibchen hier erlegt. Haben sie so eine Tränendrüse da oder was? Was ist das hier? Oh. Soll ich ein Fernglas nehmen. Auf jeden Fall hier auch so ein bisschen Fell, was zu haben. Bei den Hirschen jetzt hier haben sie auch so ein neues Fell implementiert. So eine Mischung aus Textur und Fell, glaube ich, ist. Kommt natürlich an Classic nicht ran. Oder an Call of the Wild. Aber ich finde es allemal besser als zum Beispiel ganz alten Tiere, die ja nur eine Textur hat und gar kein Fell. Von daher finde ich die eigentlich auch ganz schön. Und damit haben wir dann auch den ersten Rooster Deer. Ich guck mal kurz, ob da zugelassen ist hier die Knarre. Ah, ist sogar, ne? Ah, Gott sei Dank, ey. Rooster Deer. Also wie gesagt, die Arten haben schon nicht übersetzt tatsächlich. Das erstaunt mich ein bisschen. Vielleicht gibt es dafür keine Übersetzung. Aber die hätten ja zumindest Rooster Hirsch hinschreiben können. Keine Ahnung. Haben wir mal erlegt. In die Eingeweide. Natürlich komplett geschlagen mit der Waffe. Gar keine Frage. Lol. Warum krieg ich denn jetzt eine Errungenschaft für ersten Samba hier? Ist das kein Rooster? Oder ist es verbuggt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Was da schief gelaufen ist. So, annehmen. Reparieren brauchen wir den nicht, weil das eh ein Weibchen ist. Von daher lassen wir den mal links liegen. Und sehen jetzt, dass die Fährten hier weg sind. Aber die anderen Fährten sind noch da. Das sind die wahrscheinlich von den anderen beiden Hirschen, die wir noch hier angetroffen hatten. Auf der anderen Seite schon. Ja. Flüchten sogar. Guck mal. Wahrscheinlich waren das dann die neue Spur auch flüchtend. Vielleicht waren das die, die nach dem Schuss geflohen sind. Nach dem ersten quasi. Das kann sein, dass das, nachdem wir den Büffel geschossen haben, dass die hier irgendwo rumgelaufen sind und wir da die Tiere dann verschreckt haben. Nichtsdestotrotz werde ich mal euch mal versuchen, Richtung Sumpf aufzumachen. Gucken, ob wir da an den Seen vielleicht noch vorbeikommen, da was finden. Aber das soll es erstmal gewesen sein von der ersten Folge, vom ersten Eindruck von Picabin Bay. Sehr, sehr atmosphärisch, sehr, sehr geil, finde ich. Wasserbüffel schon gesehen. Ein Rooster hier schon gesehen. Den anderen auf der Spur. Also mal sehen, was wir dann in der nächsten Folge erwischen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wenn die Folge gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben, da würde ich mich drüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.